Liebe Brüder und Schwestern, der Weinstock und die Reben, gerade für uns, die wir hier in dieser Gegend wohnen, ein sehr geläufiges, ein sehr einprägsames, einleuchtendes Bild für das Wirken Gottes, ja für unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, als Christen, als Getaufte. Eigentlich sehr einfach und klar, so wie die Rebe nicht wachsen kann, nicht Frucht bringen kann, wenn sie nicht mit dem Weinstock verbunden ist, so können auch wir keine Frucht bringen, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind. So sagt es uns Jesus heute im Evangelium. Ja, sind wir mit Jesus verbunden? Immer wieder müssen wir uns diese Frage stellen, sind wir wirklich tief mit Jesus verbunden, sodass wir wirklich wachsen können in ihm, wachsen und Frucht bringen? Was uns ja diese Verbindung mit Christus, mit dem wahren Weinstock immer wieder vermindert, abschneidet, sind unsere Sünden. Die Sünde schneidet uns ab von Gott, von der Gemeinschaft mit ihm, ja von dieser Verbundenheit mit dem wahren Weinstock, Jesus. Gott sei Dank ist es ja nicht ein totales Abgeschnittensein, wenn wir sündigen, aber zumindest ist es eine Schwächung unserer Gemeinschaft mit ihm. So wie die Rebe geknickt ist oder Risse bekommt, wie sie einfach auch geschwächt werden kann, so schwächen uns die Sünden. So sollen wir auch immer wieder neu zur Beichte gehen, zum Bußsakrament und die Vergebung empfangen, die der Priester uns im Bußsakrament zuspricht, im Namen Jesu. Ja, Jesus selber ist es, der uns in der Beichte begegnet, der wieder diese volle Gemeinschaft mit ihm herstellt, der alle Sünden hinwegnimmt, alle Schuld, damit wir wachsen können in ihm, damit er uns neu erfüllt mit seinem lebendigen, göttlichen Leben, mit seinem Lebensstrom, seinem Saft, seinem Heiligen Geist, der wie lebendiges Wasser ist. Ja, nur in der Kraft des Heiligen Geistes können wir als Christen leben, können wir Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, auch bezeugen. Einmal wartet auch das Gericht auf uns. Wenn wir gestorben sind, begegnen wir Gott im besonderen Gericht. Dann wird alles offenbar, was wir in unserem Leben an Gutem, an Bösem und Sündhaften getan haben. Das, was wir gebeichtet haben, wird nicht mehr da sein. Daran wird Gott sich nicht mehr erinnern. Es wird einfach ausgelöscht sein. Aber das, was wir nicht gebeichtet haben, das kommt sozusagen auf diese Waagschale der Gerechtigkeit Gottes. Alles Böse, was wir getan haben, alles Gute, was wir vielleicht unterlassen haben, bewusst. Aber der Herr Jesus Christus ist nicht nur der Gekreuzigte, er ist der Auferstandene. Gerade jetzt zu Ostern feiern wir diesen Glauben, diese Freude, dass Jesus Sünde, Hölle und Tod überwunden hat, dass er auch für uns auferstanden ist, dass er unser Leben ist, die Vergebung aller Sünden, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Ja, in ihm können wir reiche Frucht bringen. Können wir reich werden an guten Werken? Denn Jesus stärkt uns mit sich selbst, mit seinem Geist. Er stärkt uns mit dem wahren Brot vom Himmel im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Er schenkt sich uns, wenn wir ihn empfangen bei der heiligen Messe, in der heiligen Kommunion. Da kommt er selber zu uns in diesem kleinen Stück Brot, um uns zu stärken, uns Nahrung zu sein, zu erneuern,
Ja, damit wir immer mehr eins werden mit ihm, dem wahren Weinstock, der Quelle wahren Lebens. Ja, bitten wir den Herrn, dass er uns stärkt, dass er uns erfüllt. Nehmen wir uns Zeit fürs Gebet. Besinnen wir uns. Kehren wir es ganz im Herzen um zu Gott. Lassen wir alles das hinweg, was uns trennt von ihm. Werfen wir die Götzen hinaus aus unserem Leben, aus unserem Herzen. Lassen wir uns nicht von der Gier beherrschen, von der Gier nach Geld, nach Besitz, nach Macht und Reichtum, nach Ansehen, von der Gier des Fleisches, der Lust, der Bequemlichkeit. Ja, lassen wir uns erfüllen vom Herrn und bringen wir in ihm die guten Früchte des Heiligen Geistes hervor, Friede, Freude, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Der Herr stärkt uns. Und Jesus sagt uns heute im Evangelium auch, dass der Vater der Winzer ist, der die Reben reinigt. Ja, der Vater im Himmel, er möchte uns befreien von allen dürren Trieben, von all dem, was uns daran hindert, mit Jesus vereint Frucht zu bringen. Und wenn wir nur eine kleine Frucht bringen, dann reinigt er uns. Manchmal ist das auch ziemlich schmerzlich, wenn wir etwas loslassen müssen, wenn wir einfach von dem abgeschnitten werden, was uns daran hindert, das wahre Leben in Gott zu empfangen und in uns zur Entfaltung zu bringen. Aber vertrauen wir der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit des Vaters. Er schenkt uns seinen Sohn, er schenkt uns immer wieder neue Vergebung und das wahre Leben. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Und in dem Maß, in dem wir mit Jesus verbunden sind, werden wir als neue Menschen leben. Beginnt diese Auferstehung schon jetzt und können wir wahre Zeugen des Evangeliums sein. Ich denke heute auch an eine besondere Dienerin Gottes. Sie lebte von 1865 bis 1947. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört. Sie heißt Luisa Piccaretta. Es ist eine Italienerin, sie ist in Corato geboren und war ungefähr 60 Jahre bettlägerig. Und sie hat von Jesus diesen Auftrag bekommen, dieses Reich des göttlichen Willens kundzutun, den Menschen mitzuteilen. Sie schrieb 36 Bände und das hat Jesus ihr sozusagen diktiert. Sie war ganz tief verbunden mit dem Herrn. Sie lebte sozusagen im göttlichen Willen, wie es auch in diesen Schriften heißt. Sie zeigt uns, wie tief diese Verbundenheit mit Gott, mit Christus gehen kann. Sie war ganz eins mit ihm. Sie lebte in ihm. Und sie aß eigentlich die ganze Zeit nicht, sie lebte nur von der Heiligen Kommunion. Stellen Sie sich das vor, jahrzehntelang nur von der Heiligen Kommunion gelebt. Und sie wurde trotzdem über 80 Jahre alt. Ein Wunder Gottes. Ja, sie zeigt uns an ihrem Leben, was Gott tun kann. Ja, wie groß diese Macht der Liebe Gottes ist, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns ihm hingeben. Dann macht er uns eins mit ihm, dann leben wir jetzt schon durch ihn, dann sind wir jetzt schon sozusagen Bewohner des Himmels, dann beginnt der Himmel sich sozusagen hier auf der Erde auszubreiten in unserer Seele. Und so gibt es viele Heilige, Selige, die uns das zeigen, dass Jesus wirklich der Lebendige ist und dass er dem, der ihm vertraut, alles schenkt. Ein neues Leben, das wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und dass wir wirklich durch Jesus auferstehen und die ewige Seligkeit gewinnen können. Amen.